2, 1. Herzlich willkommen zum weiteren Shooting heute am vollen Nachmittag. Ich habe mir wieder den Nico geschnappt. Er ist heute noch mal zweimal da, um es genau zu sagen. Und jetzt gerade geht es ein bisschen um Lichtsetzung. Wenn ihr da Fragen habt, ganz wichtig, mit in den Chat Fragen stellen. Und die Leute natürlich auch vor Ort, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Lichtsetzungen. Alles, was wir hier haben, können wir gerne zeigen. Von daher einfach reinrufen oder einen von uns an die Schulter tippen. Dann werden wir das Ganze auch besprechen. Ich würde das Wort erstmal dir übergeben. Aber am besten stelle ich nochmal vor, für die Leute, die dich nicht kennen. Was machst du? Wo kommst du her? Super, gerne. Ich bin Nico Socher, Modefotograf aus dem Ruhrgebiet. Und genau, der Hauptschwerpunkt ist Mode und Beauty. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren. Und ich zeige einfach mal so ein paar Arbeiten von mir, damit man sich mal so einen Eindruck schaffen kann. Ich gehe das einfach mal durch. Na, hier sieht man so also die letzten Sachen. Das ist jetzt von meiner Hauptwebsite. Das heißt, hier sind so wenig Kundenarbeiten drauf, wie es nur geht, damit mein Stil nicht verwässert. Ne? Weil. Genau, um den Stil noch mal besser zu zeigen. Ne, es ist ein bunter Mix aus Beauty und Fashion. Manchmal überschneidet es sich auch. Und ich gehe gleich auch noch mal auf einzelne Bilder ein, mit welchem Licht ich diese fotografiert habe, was für eine Lichtsetzung und auch was meine Intention dahinter war. Also wir werden einen kleinen technischen Teil haben, aber auch einen dramaturgischen Teil, warum ich was benutze, für welchen Zweck, um was darzustellen, was ja auch extrem wichtig ist. Genau, ich gehe einfach mal noch ein bisschen durch. Na, hier sind einige Beauties wieder. Dann auch mal wieder Fashion, wie man sehen kann. Und da gehe ich gleich auch mal drauf ein. Wir simulieren auch gleich mit der Sascha, das ist unser Model. Genau, hallo. Simulieren wir gleich auch das ein oder andere Setup mal. Ne, das, was ich hier habe, ich versuche das mal so ein bisschen nachzuspielen. Und vor allem versuche ich euch näher zu bringen, für die, die es noch nicht so praktizieren, wie ich erkennen kann, mit welchem Licht gewisse Aufnahmen gemacht worden sind. Weil es gibt ja oft dann auch, dass man ein Foto sieht und dann sagt man, oh, das ist aber ein schönes Foto, aber man kann eventuell nicht so genau feststellen, warum ist das Foto überhaupt schön? Warum wirkt das Foto auf mich so toll? Natürlich gibt es viele Aspekte. Ich versuche einige abzudecken, und gehe natürlich auch auf Fragen ein. Also wer Fragen hat, wie der Kollege schon sagte, kann natürlich gerne, immer mal wieder dazwischen rufen. Genau. Na, ich gehe das nochmal einmal durch. Also man sieht, es ist einiges im Studio passiert, einiges auch on location. Ich würde mal sagen, das ist bei mir tendenziell ein bisschen mehr Studio als on location. Na, aber man kann sehen, es ist eigentlich relativ vielfältig. Genau. Ne, es ist auch einiges mit natürlichem Licht gemacht worden. Ich versuche jetzt aber auf die Blitz, also aufs Blitzen einzugehen. Genau, solche Sachen, solche Aufnahmen zum Beispiel hier rechts, das ist natürlich, also das wurde nicht geblitzt hier zum Beispiel. Das zum Beispiel auch nicht. Und das ist so eine typische, und das ist eine typische Studioaufnahme. Ne? Also, genau. Super, okay. Dann gehe ich mal so auf die fundamentalen Eigenschaften der Blitze ein und was ich so grundsätzlich einsetze und was ich als Basis-Equipment jedem raten würde, der in das Blitzen einsteigen möchte. Erstmal muss ich mir überhaupt Gedanken machen, was brauche ich überhaupt an Leistung? Das ist so die erste große Frage, die ich mir stellen muss. Und man könnte jetzt meinen, ja gut, mehr Leistung ist immer besser. Ja, es kommt mehr Licht aus dem Blitz, aber was ganz wichtig ist, ich muss auch wissen, wie groß mein Studio ist. Weil, wenn ich jetzt ein kleines Studio habe und ich habe einen 1200 Wattstunden Blitz, dann kann ich den teilweise gar nicht genug runterregeln, um in den richtigen Belichtungsbereich zu kommen. Das heißt, der Blitz ist eigentlich zu stark. Besonders problematisch ist das, wenn der Lichtformer sehr klein ist auf dem Blitz. Ne? Weil umso kleiner die Lichtquelle ist, desto höher ist die Ausbeute, weil es konzentrierter ist. Das heißt, man müsste also optimalerweise, um das mal zu testen, sich einen Blitz vielleicht ausleihen, in seiner Räumlichkeit ausprobieren, und auch darüber nachdenken, mit welchen Lichtformern man gerne arbeitet. Aber was eine ganz gute Faustregel ist, alles im 600-Wattstunden-Bereich, 400 bis 600, ist eigentlich ein guter Start. Und selten stößt man an die Leistungsgrenze, wenn man denn bereit ist, mit der Kamera vielleicht den ISO-Wert auch mal ein bisschen zu erhöhen. Da als kleiner Hinweis, moderne Kameras kommen locker, also ISO 200 ist quasi wie Basis-ISO. Da sehe ich jetzt als
Mensch keinen wirklich nennenswerten Unterschied. Und mit modernen Kameras, Nikon ist da sehr stark, ich bin ja auch heute für Nikon hier, ist da sehr stark. Da kann ich sogar auch gerne bis 3200 gehen, wenn ich denn möchte, auch bis 6400 und weiter. Das hängt aber vom Verwendungszweck ab. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein kleines Bild später, das wird sehr klein betrachtet, ist auch 12.800 wahrscheinlich kein Problem. Das heißt, die Blitzleistung kann ich mit dem ISO-Wert natürlich kompensieren. Allerdings, und jetzt kommt der kleine Haken, wenn ich ein Tageslichtstudio habe, dann kann ich es nicht immer kompensieren, weil wenn ich jetzt den Blitz auf Anschlag habe, auf voller Leistung, und ich habe nicht genug Leistung und muss mit dem ISO-Wert höher gehen, kann sein, dass ich Tageslicht auf mein Bild bekomme. Deswegen ist das immer so ein schmaler Grat, ist immer so eine Balance. Aber wie gesagt, zwischen 400 und 600 Wattstunden ist eigentlich ein ziemlich guter Wert. Ne? Dann spielt noch eine extrem wichtige Rolle, wie groß ist überhaupt mein Lichtformer? Und man kann eigentlich sagen, das ist eigentlich ziemlich einfach, umso größer der Lichtformer natürlich, umso mehr Power braucht der Blitz, um diesen Lichtformer auch ausreichend zu versorgen. Das muss man auch ein bisschen für sich ausprobieren. Man kann das natürlich alles errechnen, aber wir wollen ja nicht nur technisch sein. Die Fotografie, meines Erachtens nach, entstehen gute Bilder nicht nur durch die Technik, sondern durch das Auge, durch das Konzept und. Aber eine gute Faustregel ist, umso größer der Blitz ist, desto mehr Power brauche ich. Und wenn wir jetzt den doppelten Durchmesser hätten, könnte ich als Faustregel auch sagen, ich brauche schon doppelt so viel Power. Ne? Weil es ist ja klar, es ist einfach eine doppelt so große Fläche. So einfach ist das. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Ich mache den Blitz mal ein bisschen höher, dann kann man das besser sehen. Und ich öffne mal vorne den Diffusor, den nehme ich mal ab. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo ich weiß nicht, wie viele Leute darauf achten, aber das ist eine Besonderheit, die man meines Erachtens nach wirklich beachten sollte beim Kauf der Blitze. Und zwar ist hier die Blitzbirne, oder ich kann es auch nochmal hier zeigen. Die Blitzbirne hier liegt frei. Das heißt, sie strahlt omnidirektional. Wenn ich jetzt hier diese Wanne habe, diesen Lichtformer, dann möchte ich natürlich, dass der Blitz nicht, es gibt einige Hersteller, ich nenne die Hersteller jetzt nicht, das muss jeder für sich rausfinden. Es gibt allerdings Hersteller, die haben gesagt, das sieht ja viel cooler aus, wenn ich das hier zumache und das nur nach vorne rausleuchtet. Ja, sieht besser aus. Der Blitz ist auch robuster, wenn ich jetzt so rumlaufen würde und dann mal hier so durchziehe, ne? Dann überlebt wahrscheinlich dieser Blitz das nicht, der andere schon. Allerdings gibt es einen Hotspot. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto machen würde, und das machen wir gleich mal, auf den Lichtformer, während der Blitz an ist, müsste ich mit einer omnidirektionalen Blitzbirne, die auch wirklich in alle Richtungen geht, ein ziemlich homogenes Bild haben der Ausleuchtung. Wenn ich einen direktionalen habe, also mit nicht abnehmbarem Aufsatz, der nur nach vorne leuchtet, wovon es einige Hersteller gibt, tatsächlich, habe ich das Problem, dass ich hier einen Hotspot in der Mitte habe und außen nicht mehr so eine Lichtausbeute. Das heißt, mein Lichtformer verändert sich eigentlich in seiner Charakteristik. Ich kaufe mir hier einen 90er Former oder einen 100er und denke mir, ha, warum ist das, warum nutzt er das nicht richtig aus? Ja, einfach mal ein Foto in den Lichtformer machen und gucken, wie homogen leuchtet der überhaupt aus. Dem kann man aber entgegenwirken, wenn man jetzt nach Hause gehen würde und sagen würde, oh Mist, ich habe mir echt so Blitze gekauft. Ist überhaupt nicht schlimm. Man kann gegenwirken, indem man hier, ihr seht das hier, noch einen Diffusor dazwischen packt. Allerdings ist trotzdem der Charakter immer noch mitten betont. Ne? Deswegen habe ich mich für diesen Hersteller, also für Godox, entschieden, weil es da einfach nicht der Fall ist. Die ist frei, die geht in alle Richtungen. Bei Broncolor ist es auch so. Die geht auch in alle Richtungen. Für mich ist es super wichtig, weil die Ausbeute ist einfach viel besser. Zum Beispiel auch, wo es noch schlimmer ist und mehr ins Gewicht fällt, ist bei diesem UFO hier, was man auch Beauty Dish nennt. Beauty Dish, weil es in der Beauty-Fotografie einfach der Klassiker schlechthin ist. Sehr hohe Lichtausbeute und ungefähr, wenn man fragen würde, was er für einen Charakter hat, würde ich mal sagen, nicht hart, nicht weich. Das ist irgendwas dazwischen. Aber was passiert denn, wenn hier der Blitz, der schlägt hier gegen diesen Teller, ja? Also hier schlägt er quasi gegen. Und wenn er nicht omnidirektional ist, was passiert denn dann? Klar geht es gegen den Teller, aber auch sehr gebündelt. Das heißt, es kommt nur in einem ganz kleinen Radius hier das Licht wieder an.
Und auch der Beauty-Tisch wird nicht ganz genutzt. Natürlich ist es eine Menge Licht, was rauskommt, auch bei einem direktionalen Blitz. Und man wird es mit dem menschlichen Auge wahrscheinlich nicht erfassen können, aber die Ausbeute selber ist nicht so gut wie bei einem omnidirektionalen Blitz. Deswegen meine Empfehlung, wie gesagt, ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Meine Empfehlung ist aber definitiv eine freie Blitzröhre zu nehmen und da gibt es erstmal auch keine Lösung. Viele Hersteller, auch unter anderem Godox, hat einfach eine Glaskuppe drüber. Das haben aber natürlich die anderen Hersteller, die Vibron oder Allenchrome, auch als Schutz für die Birne. Hier beim AD 400 Pro ist es quasi auch schon mit dabei. Da habe ich auch hier den Schutz. Ne? Praktische Sache. Auch noch ein ganz cleverer Schachzug, das zu mattieren hier vorne, ne? Um das noch ein bisschen diffuser zu machen. Es ist nicht nur omnidirektional, sondern das, was nach vorne kommt, das wird nochmal diffuser hier. Also hier hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht in der Konstruktion. Das ist nicht einfach nur so, ja, komm, wir machen mal irgendwie einen Schutz drauf, sondern das hat auch hier Sinn und Zweck. Also sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Ich hoffe, das wird niemals geändert bei dem Hersteller. Genau. Also wie gesagt, umso größer mein Lichtformer, desto mehr Power brauche ich. Wir nehmen jetzt mal einfach ein Bild raus, was wir hier simulieren können. Und ich zeige einfach mal, wie ich den Blitz richtig einsetze in dem Fall. Und dazu nehmen wir mal, ich suche einfach mal ganz frei eins raus. Zum Beispiel, wann kommt es? Das linke Bild. Das wollen wir nachmachen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich mein Equipment. Ich habe mir das Equipment neu gekauft und denke mir, ach, das möchte ich auch machen. Ich habe das irgendwo gesehen, das gefällt mir. Ist natürlich subjektiv, muss jeder für sich entscheiden. Aber was gut ist, egal ob mir das Bild gefällt oder nicht, toll ist natürlich, wenn ich analysieren kann, wie wurde das Bild gemacht. Weil im professionellen Bereich könnte ein Kunde sagen, ich möchte das genauso haben. Im privaten Bereich könnte auch irgendwie eine Freundin sagen, hey, ich möchte genau so ein Bild, wie ich hier auf der Vogue gesehen habe oder in der Elle. Ne? Deswegen ist es unheimlich wichtig, analysieren zu können, wie wurde das Bild gemacht. Ne? Und das Erste, was ich immer mache, und das ist eine ganz interessante Sache, das Catchlight beobachten. Kann jeder was mit dem Begriff anfangen, mit dem Catchlight? Ja. Wir zoomen das mal ran. Und zwar habe ich in den Augen das sogenannte Catchlight. Und die Augen verraten mir jetzt quasi, welchen Lichtformer ich verwende, beziehungsweise welcher verwendet wurde. Es ist natürlich nicht immer hundertprozentig, aber ne, hier sieht man es gut. Hier ist es auf jeden Fall ein runder Lichtformer. Und ich würde sagen, gut, ich habe das Foto ja gemacht, es war ein Beauty-Dish. Ne? Also nehmen wir den Beauty-Dish dafür. Ich nutze bei mir einen weißen Beauty-Dish. Ich finde den silbernen persönlich ein bisschen zu hart. Aber wir können den ja ein bisschen abdämpfen mit einem Diffusor. Ne? Ist ja kein Problem. Aber wir machen es erstmal nur so. Dann noch ein kleiner Tipp. Wenn ich den Lichtformer wechsle und er relativ schwer ist, setze ich den Blitz immer einmal ab. Weil es ist schon öfter passiert. Mir ist es jetzt noch nicht passiert. Aber wenn ich den einmal abstelle, dann habe ich kein Problem mit irgendwie frontlastigen Lichtformern, die schwer sind. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ah, der ist ja schon ab, ist er aber nicht und rutscht runter, haue ich mir die ganze Blitzröhre weg. Ja? Hier beim Beauty Dish geht's. Den könnte ich auch so montieren, aber sicherer ist es, einfach so zu machen. Außer man hat jetzt einen totalen Zeitdruck. Na, mal eben schauen. Ne? Und dann einfach kurz einmal gucken, ist er wirklich eingerastet oder nicht. Genau. So, das wäre jetzt schon mal das Hauptlicht. Und was noch interessant ist, wir haben hier unten keinen Reflektor drin. Unten im Auge sieht man keine zweite Lichtquelle. Entweder die Lichtquelle ist so groß, dass man sie nicht als solche erkennen kann, also zum Beispiel ein weißer Boden, oder es wurde einfach keine verwendet. Ich zoome nochmal raus. Und man sieht hier, der nächste Indikator dafür, dass keine zweite Lichtquelle mehr dafür sorgt, dass unten Licht ist, ist, dass hier unterm Kinn relativ dunkel ist. Ne? Wenn wir jetzt einen Reflektor genutzt hätten, dann wäre da ein bisschen heller, also wäre es auf jeden Fall heller. Deswegen würde ich jetzt mal, um das nachzumachen, hiermit starten. Ne? Einfach mit einer Lichtquelle. So. Dann, was noch auffällt, was ich noch rausfinden kann, was noch einfach ist,
an der Position im Auge sehe ich auch, wo er ungefähr stand. Ne? Ich sehe, dass er relativ mittig stand, weil das Auge ist ja rund und dadurch, durch die Reflexion, sehe ich in beiden Augen relativ gleich von der Position, dass er relativ mittig war. Ne? Das ist noch ein Indikator. Und was noch ein Indikator ist, ich habe hier keinen Schatten links und keinen Schatten rechts an der Nase. Und da die Nase ja relativ dreidimensional ist, habe ich jetzt nicht, ne, irgendwo einen Schatten in beide Richtungen. Das heißt, das Licht ist sehr zentral. Ne? Das heißt, wir bauen das jetzt mal 1:1 nach. So. So, und was ich hier immer mache, es gibt Leute, die arbeiten mit einem Belichtungsmesser. Ne? Die würden jetzt hingehen, würden sagen, hey, komm, ich löse mal einmal aus, messe das einmal. Aber die Kamera hat ja schon ein Belichtungsmesser. Warum sollte ich das jetzt noch mit einem Belichtungsmesser machen? Und vor allen Dingen ist der Aufwand der gleiche. Ob ich jetzt zum Model hingehe und einmal drücke oder ob ich die Kamera nehme und eine mal auslöse, habe ich eigentlich auch schon ein ähnliches Resultat. Bei der Analogfotografie würde ich es vielleicht machen, bevor ein ganzer Film hinüber ist. Ne? Genau. So. Ja, die Einstellung, wie gesagt, ich schätze die immer selber erstmal. Ne? Wir müssen jetzt aber nochmal gucken, wir haben jetzt sehr viel Tageslicht und wir wollen eigentlich nicht, dass das Tageslicht das Bild beeinflusst. Das heißt, ich mache jetzt erstmal ein Bild ohne Blitz, um zu gucken, was für Einstellungen muss ich überhaupt nehmen, um alles schwarz zu machen, beziehungsweise so dunkel, dass das Tageslicht keinen Einfluss mehr auf das Motiv hat. Ne? Genau. Ja. Sekunde noch. Ach, danke. Genau, also das ist so das erste Testbild. Irgendwann hat man das im Kopf, im eigenen Studio weiß man, wie hell es ungefähr ist. Muss man jetzt nicht jedes Mal testen, aber es ist immer praktisch zu sehen, weil sonst denkt man später, hä, woher kommt das Licht? Ich habe doch nur eine Lichtquelle. Warum ist das so komisch? Warum ist das nicht das Ergebnis, was ich erreichen möchte? Und was noch dazu kommt, es ist ja nicht nur ein fremdes Licht, sondern es hat auch eine andere Farbtemperatur. Das heißt, wenn ich hier ein sauberes Beauty-Bild machen möchte, das Sonnenlicht hat einen anderen Kelvin-Wert, also eine andere Farbtemperatur als der Blitz, mische ich mir ja zwei Farbtemperaturen ineinander. Ja, deswegen testen wir das erstmal. So. So, ich habe jetzt hier so eine Standard-Studio-Einstellung, nichts Wildes, Blende 9, 1/160 ISO 100. Bei der Nikon gibt es eine Spezialität, bei der ab der Z6, dass man ISO 64 auch nehmen kann. ISO 64 ist noch rauscharmer, hat eine etwas höhere Dynamik, aber kein Mensch sieht den Unterschied. Also es ist toll, keine Frage, ne? Ich kann es im Studio gerne machen. Allerdings habe ich einen Nachteil. Ich kann, wenn ich auf ISO 64 bin, nicht mehr nativ weiter reduzieren. Und wenn ich jetzt mit 3-4 Blitzen arbeite, die alle unterschiedlich sind von der Leistung und ich möchte dunkler werden, kann ich nur abblenden oder ich stelle alle Blitze proportional niedriger. Wer das gerne machen möchte, sich mit Mathe auseinandersetzen, ne, weil alle Blitze sind ja nicht immer auf volle Power und ich stelle die gleich runter, der kann das machen, aber man erreicht es ja auch nicht immer, weil ich habe ja nur gewisse Schritte, die ich machen kann, also reduzieren und erhöhen kann. Deswegen nutze ich eigentlich immer einen Basis-ISO-Wert zwischen 100 und 200 bei der Nikon. Beim anderen Hersteller würde ich wahrscheinlich ein bisschen höher gehen, weil ich da nicht auf 64 runterkomme, weil zwischen 64 und 100 habe ich auch noch 80. Das heißt, zwei ISO-Abstufungen habe ich noch komplett. Ja? Okay, dann mache ich jetzt das Testbild. Ich habe den Blitz aus. Und wir gucken mal, was ankommt an Licht. Wie gesagt, Blende 9. Und es müsste relativ dunkel sein. Mir persönlich ist es aber trotzdem noch ein bisschen zu hell. Aber wir haben den Vorteil, es kommt kein direktes Sonnenlicht zum Beispiel drauf. Wenn jetzt die Sonne richtig reinknallen würde und ich habe das zum Beispiel, das Sonnenlicht kommt von links und ich blitze von rechts, dann hätte ich schon vielleicht, wäre es nicht mehr so schön auf dem Bild. Das heißt, ich stelle es noch ein bisschen runter. Ne? Ich gehe mal mit dem ISO-Wert auf 100. Also wir sind jetzt quasi von 160 auf 100 gegangen. Mach nochmal das Gleiche. Ah, schon besser. Es ist sehr hell draußen, da ist jetzt nicht optimal, aber wir können es ja noch weiter übertreiben. Wir gehen jetzt mal auf ISO 64, weil die
Der Nachteil wäre jetzt, wenn ich es wirklich ganz schwarz haben wollen würde, müsste ich die Blende erhöhen, würde aber auch meinen Look verändern. Ne? Einmal sinkt die Abbildungsleistung ab, ungefähr Blende 11, geht es rapide nach unten, was man in Kauf nehmen könnte, weil die Auflösung, das ist jetzt eine Z7 II, sind 45 Megapixel, ist jetzt nicht das Drama. Allerdings ist es ja auch ein Stilmittel, die Blende. Ich kann sagen, mache ich das sehr offenblendig, erreicht damit dramaturgisch ja einen ganz anderen Effekt, als wenn ich jetzt hier mit Blende 22 da drauf gehe und alles ist knackscharf und ich sehe sogar Falten im Hintergrund. Das will ja auch niemand. Das heißt, ich versuche es jetzt nochmal mit Blende 9 und ISO 64. Jetzt müsste es eigentlich schon ziemlich dunkel sein. Für die Lichtverhältnisse, die wir aktuell haben, bin ich damit eigentlich zufrieden. Man könnte natürlich noch ein bisschen blocken und einen riesen Aufwand betreiben, dass es dunkel wird. Das Problem ist allerdings, wenn ich sage, ah, ich dunkel mein Studio einfach immer ab, hat das Model nach 2 Stunden keinen Bock mehr. Und ich sehe es auch auf dem Bild an den Pupillen. Die sind nämlich so. Und die Augenfarbe kann ich kaum noch sehen, weil es einfach total dunkel war. Und die Motivation ist nach 2, 3 Stunden hinüber. Das heißt, ich brauche Tageslicht, um wirklich weiterhin gute Laune im Studio zu haben. Und ich persönlich selber fotografiere auch lieber bei Tageslicht und versuche diese Einstellung in die perfekte Balance zu kriegen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt hier noch nicht mal eine halbe Blende. Das ist so gut wie schwarz. Ne? Da kann man locker weitermachen. Und die Belichtung, sehe ich gerade, ist sowieso ein bisschen höher gestellt. Das machen wir mal eben auf 0. Ja gut, das hat man jetzt kaum gesehen. Aber man sieht schon, jetzt ist es sehr gut. Und jetzt fange ich erst an, meinen Blitz einzumischen. Ne? Normalerweise, irgendwann hat man das im Gefühl, da weiß man, das und das muss ich einstellen, dann ist es dunkel im Studio. Aber jetzt fange ich erst an, meinen Blitz anzumachen und ich fange immer mit dem Hauptlicht an. Ne? In dem Fall haben wir ja nur ein Licht, aber ich fange immer mit dem Hauptlicht an, weil das den größten Lichtanteil auf dem Bild ja ausmacht. Ne? Also, wir fangen mal an. Ich schätze das jetzt erstmal. Ist ja, wir verzichten ja auf den Belichtungsmesser, wir nutzen einfach die Kamera dafür. Ne? Ich habe den jetzt auf 1/16, also 1/16 von 400 Wattstunden Leistung. Dürfte zu wenig sein. Na, richtig geschätzt. Das heißt, wir müssten den, ich würde mal sagen, gut und gerne mal verdoppeln. Na, machen wir das einfach mal. Wir gehen auf 1/8. Und jetzt bei 400 Wattsekunden. Sind wir jetzt bei 1/8. Das heißt, wir haben noch ordentliche Reserve und wir haben einen Beauty Dish, der ist ja nicht so riesig. Das heißt, die Ausbeute ist gut und er ist auch noch Silber. Bei einem weißen hätten wir ein bisschen weniger Power und natürlich, umso größer wieder die Lichtquelle wäre, müssten wir immer wieder mehr dazu mischen. Ne, ich mache das jetzt nochmal. Doppelte Leistung vom Blitz. Ja, das ist auf jeden Fall schon besser. Ne? Ich sag mal, man kann das Histogramm ablesen, kann man gut und gerne machen, aber am Schluss guckt, macht auch kein Betrachter, macht daneben das Histogramm und guckt, ob das technisch richtig ist. Das muss ja visuell passen. Ne? Aber das ist jetzt zum Beispiel eine gute Ausgangsbasis, weil wir haben hier keine zu tiefen Schatten, aber auch keine ausgebrannten Highlights. Wir sind in einem guten Bereich unterwegs und das Histogramm gibt uns ja auch recht. Das meiste, was passiert, ist eigentlich in den Mitten, ne? Sieht man ja. Man könnte theoretisch sogar einen Tacken heller werden noch. Das würde ich aber zum Beispiel auch wieder über die Blitzleistung machen, weil wenn wir jetzt wieder mit dem ISO-Wert zu hoch sind, was passiert dann? Kriegen wir wieder Umgebungslicht rein. Und in so einer Situation, wo mal die Sonne da ist und mal nicht, gucke ich lieber den hellsten Moment, schaue ich mir an und daran messe ich natürlich mein Bild, weil dann kann ich durchshooten, auch wenn die Wolken kommen. Dann ist es egal. Ne? Das heißt, wir erhöhen die Leistung mal noch einen Tacken. Eine wichtige Sache noch, wenn ich die Leistung erhöhe, muss ich den Blitz nicht nochmal abfeuern, ohne ein Foto zu machen. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein Akku in dem Blitz, also ein Kondensator. Der wird mit Leistung quasi geladen und kann diese ganz schnell freigeben, innerhalb von 1/1000, 1/2000. Wenn ich die Leistung reduziere, ist aber die alte Ladung noch drin. Das heißt, wenn ich den jetzt auf volle Pulle mache, lädt er den komplett auf, ich stelle den runter, mache dann ein Foto und denke, oh, das ist aber hell. Das liegt daran, dass zumindest dieses Modell hier, diese automatische, einige andere Hersteller, das könnten sie da auch noch machen, aber gut, einige andere Hersteller haben das, da regel ich runter, der blinkt kurz und dann leuchtet er dauernd durch und dann hat der Kondensator sich dementsprechend entladen auf die Leistung. Ne? Also, genau, das wäre von der Belichtung richtig,
Am Laptop sieht man es ein bisschen feiner. Am Fernseher ist es ein bisschen so, dass die Highlights sich hier schon so leicht vermischen. Wir haben aber keinen Ausreißer, das können wir ja mal eben sehen. Das ist die Belichtungswarnung, die jetzt an ist. Und wenn die nicht rot anschlägt, zumindest in Capture One, ne, dann ist die Beleuchtung oder Belichtung in Ordnung. Das Einzige, wo es natürlich anschlägt, ist in den Augen. Ja, hier sieht man den roten Punkt. Ist ja klar, weil da ist das Licht extrem konzentriert. Es ist ja rund, das Auge. Dadurch wird natürlich die Lichtquelle noch gestaucht in allen Richtungen. Und dementsprechend ist natürlich auch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Der Blitz steht direkt vor ihr. Das heißt, da haben wir natürlich eine Überbelichtung. Aber das ist immer so. Das ist ganz normal. Genau. Genau, und das wäre jetzt versuchen wir mal den Ausschnitt hinzukriegen, den wir nachmachen wollen einigermaßen. Gut, fairerweise muss man sagen, das Bild habe ich auch gemacht, deswegen weiß ich natürlich, welchen Lichtformer ich verwendet habe. In dem Fall war es ein 70 cm Beauty Edition weißer, genau, ohne Diffusor vor. Jetzt haben wir einen silbernen. Der silberne ist, wie gesagt, nicht nur etwas effizienter, weil er stärker reflektiert, sondern auch etwas härter in der Charakteristik. Aber wir gehen jetzt auch mal so nah dran und versuchen, diese Einstellung hinzukriegen. Sascha, you can imitate this picture. Ja? You can try. Ja, that's nice. Oh, Sekunde. Jetzt gibt es natürlich eine Problematik, die gibt es aber immer, dass man selber nicht im Licht steht. Wenn ich sehr zentral bin, das ist aber immer so, dann kann ich auch ein bisschen aus der Achse raus. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht ganz zentral, ne? Obwohl doch einigermaßen. Was es da noch gibt als Abhilfe, ist einfach ein Galgen, ne? Dass ich das Stativ nicht hier habe, sondern das Stativ ist da. Ich habe hier einen Arm, hinten ein Gewicht und der Beauty Dish schwebt quasi über meinem Kopf. Ne? Trotzdem bin ich auch ein bisschen eingeschränkt, weil jetzt ist er auch auf meiner Kopfhöhe. Also der wäre eigentlich immer im Weg, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie. Ne? Aber vom Look her, wenn wir das jetzt mal vergleichen, passt es auch noch nicht so ganz, weil, was fällt auf? Ach so, von der Farbigkeit klar, das ist genau, das wäre wieder ein anderes Thema. Aber man sieht hier deutlich, der war weiter weg oder kleiner. Das Catchlight ist ja kleiner. Das ist immer der Indikator. Daran kann ich ganz viel erkennen. Und es müsste höher sein. Das heißt näher dran und höher. Ne? Also machen wir das. Man sieht es auch hier. Hier ist der Schatten kürzer und da ist der Schatten deutlich länger. Und der ist ein bisschen weicher. Aber das liegt natürlich daran, dass da ein weißer Beauty Dish war. Wir machen gleich den Diffusor aber mal davor, um das so ein bisschen zu simulieren. Genau, ich mache den mal ein bisschen höher und näher dran. Und dann gucken wir mal, ob wir dieses Catchlight erreichen können. Auch ganz wichtig, wenn ich einen Lichtformer nutze und ich stelle den so weit weg, ich sag mal 5, 10 Meter, dann brauche ich den, dann ist der Lichtformer wird dann immer irrelevanter. Wenn ich jetzt eine große Octabox habe und die steht 20 Meter weit entfernt, dann ist das einfach nur noch eine Lichtquelle, die unidentifizierbar ist, weil auf dem Weg zum Objekt oder zum Motiv springt das Licht in alle Richtungen, bounced an der Decke, das heißt, das kommt sehr verwaschen an. Umso näher ich den Lichtformer stelle, also es gibt natürlich eine Grenze, sage ich mal, desto mehr kommt die Charakteristik auch vom Lichtformer zur Geltung. Deswegen ist es gerade beim Beauty Dish auch keine schlechte Idee, den richtig auf die 12 richtig nah dran zu schieben. Das gucken wir jetzt einfach mal. Na, also näher dran sieht man ja am Catchlight. Und wir neigen den auch noch ein bisschen. So. Und testen das jetzt einfach nochmal. So. Achso, und noch eine Sache. Jetzt wäre was passiert. Was wäre jetzt passiert nach dem Verstellen des Lichts? Ich habe den ja näher rangestellt. Ist natürlich viel zu stark. Das Thema ist ja das, dass das Licht mit der Stärke nicht linear zunimmt. Das heißt, wenn der jetzt 2 Meter entfernt stand und ich stelle den 1 Meter näher, dann ist das nicht doppelt so hell, sondern viermal so hell. Das heißt, sie wird jetzt total überbelichtet sein. Und das mache ich jetzt einfach mal vor. Wir stellen mal nichts um. Wir gucken einfach mal, wie das aussieht.
Na, da haben wir das Resultat. Ganz klar, weil wir das Licht deutlich näher herangestellt haben. Bevor ich jetzt aber einen Taschenrechner raushole und ausrechne, wie stark muss das Licht sein, wenn ich irgendwie 38,7 cm näher dran bin, ich würde es ausprobieren. Dafür haben wir digitale Kameras. Bei analog wäre es was anderes. Da würde ich den Belichtungsmesser nehmen oder, wie man es früher gemacht hat, einfach eine Polaroid. Und als Vorschau wurde dann mit der Polaroid einmal gezeigt, hey, ist das Motiv toll, Belichtung ist richtig, dann nehme ich die richtige Analogkamera und mache dann das Foto. Genau, das heißt, das ist jetzt zu hell, ich kann das auch mal zeigen. Wir haben hier ausgefressene Highlights, ne? Sieht man ganz deutlich, wo es sich verteilt. Und wir stellen es jetzt einfach wieder ein bisschen runter. Und wie gesagt, bevor ich jetzt hier lange rumrechne, ich stelle das jetzt nach Gefühl runter. Zack, und jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe einmal entladen, ne, wie ich eben schon erwähnt habe. Ne, einmal drauf gedrückt. Wenn ich erhöhe, muss ich das nicht. Aber ich drücke es einfach immer einmal, auch beim Erhöhen. Wer weiß, ob die Nachladung, ne, wenn schon Kapazität drin ist, wer weiß, ob die Nachladung so präzise ist, wie einmal frisch zu diesem Stand zu laden. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber ja, genau. Sehr schön. Schauen wir uns das mal an. Ist auf jeden Fall schon besser und wir sind auf jeden Fall relativ nah dran. Ich würde es einmal ohne Hand nochmal machen, damit wir das hier nochmal simulierter haben. Aber wir haben schon längeren Schatten als eben, ne? Wenn ich das jetzt mal vergleiche. Deutlich längeren Schatten, weil, warum habe ich einen längeren Schatten jetzt, wenn das Licht näher dran ist? Umso weiter das Licht weg ist, desto härter wird der Schatten. Weil umso kleiner die Lichtquelle, und die ist ja dann kleiner, also die Quelle selber bleibt gleich groß, aber in Relation zum Abstand wird die Lichtquelle kleiner. Deswegen macht die Sonne auch einen ganz harten Schatten. Die ist zwar riesig, aber die ist ja super weit weg. Ne? Genau, das heißt, wir machen jetzt mal ohne die Hand nochmal die Pose, damit wir das nochmal besser simuliert bekommen. Ja, nice. So, und jetzt schauen wir nochmal. Und jetzt haben wir von der Charakteristik schon mal ein sehr ähnliches Bild, auch wenn sie sich jetzt nach da dreht. You can look straight towards the camera. Perfect. Slightly, put your chin down slightly. Ja, nice. Und jetzt ist es eigentlich schon ziemlich ähnlich, wobei man natürlich jetzt auch noch gucken muss, sie hat was anderes an, sie ist ein anderer Typ. Also es ist natürlich ein Unterschied, aber die Grundvoraussetzung hier. Ich würde sagen, es war sogar noch ein Tacken weiter oben. Ne? Mach das nochmal an hier. Ja, jetzt hat es sich versteckt. Sekunde. Genau, also hier wird es zum Beispiel vom Augenlid schon quasi abgedeckt. Ne? Können wir auch machen. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter hoch. Wobei natürlich, ich sag mal so, ich mache mir jetzt zum Beispiel nie nach den Shootings selber Lichtdiagramme, wie habe ich das gemacht. Das ist ja auch was Intuitives und ein kreativer Prozess. Und ich finde auch, es ist auch schön, wenn man das nicht technisch alles erfasst, sondern versucht sich ja irgendwo neu zu erfinden, dass man jetzt nicht immer sagt, ja gut, immer wenn ich jetzt ein Beautybild mache, stelle ich das Licht so hin, da kommt immer ein Reflektor nach unten und fertig ist, sondern man versucht es ja auch immer wieder neu zu machen und es ist auch teilweise vom Charakter abhängig, den ich fotografiere. Ne, das ist auch nochmal entscheidend. Aber wir setzen das Licht mal noch einen ganz kleinen Hauch höher. So. Von der Entfernung finde ich, ist das jetzt schon gar nicht so schlecht. Ne? Von der Größe von den Catchlights ist es schon sehr ähnlich. Ich kann ja mal den Ausschnitt machen, damit man das auch noch besser vergleichen kann. Das machen wir mal eben. Ich würde mal sagen, machen wir ein bisschen kleiner den Ausschnitt. Ist ja ein klassisches Beauty. Ne? Das kann ruhig sehr intensiv sein. Genau, ansonsten von der Anmutung ist schon ähnlich. Mal gucken, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt das Licht nur höher gemacht. Natürlich ist die Entfernung jetzt minimal höher. Kann man vernachlässigen. Was jetzt aber was jetzt passiert ist, dass wir ein sehr stirnlastiges Licht haben.
Das kann problematisch sein, weil es nach unten sehr stark abfällt, weil wenn ich natürlich das Licht sehr stark anwinkel, verliere ich nach unten hin überproportional viel Licht. Dem kann ich mit mehreren verschiedenen Methoden entgegenwirken. Entweder ich nehme einen Kicker, ne? Das ist einfach noch ein Blitz, der von unten leichtes Licht macht. Oder ich nehme einen weißen Reflektor, um am unauffälligsten zu sein. Oder einen silbernen, aber der verrät sich ein bisschen. Also na, wenn man den zu aggressiv einsetzt, ist der wirklich wie eine zweite Lichtquelle. Genau, wir haben ja jetzt ein bisschen höher gemacht. Wir machen nochmal eine Aufnahme, ohne was zu ändern. Sehr schön. Und was wir jetzt haben, es ist ein bisschen dunkler geworden, wie ich eben schon gesagt habe. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, einmal abpudern, es ist halt sehr warm. Ne? Aber wir haben jetzt den Nachteil, es ist einmal zu dunkel, keine Frage. Aber wenn ich das jetzt mal zeige einmal, was haben wir hier bei der Überlichtungswarnung? Wenn ich es zu hell mache, das Bild im Nachhinein. Man sieht, es ist sehr kopflastig geworden. Und eigentlich möchte ich ja eine homogene Ausleuchtung, aber trotzdem den Schatten. Man könnte ja jetzt sagen, ja gut, dann mache ich den Beauty-Dish genau in die Mitte vom Gesicht. Dann fehlt mir hier der Schatten, hier unterm Kinn. Und ich habe natürlich nicht mehr die gleiche Modulation. Das heißt, ich muss irgendwas tun, um unten mehr Licht hinzukriegen. Die einfachste Methode ist, einen weißen Reflektor zu nehmen. Genau, ach, der Kollege weiß schon Bescheid. Genau, und den einfach mal drunter zu halten. Umso steiler das Licht nach unten geht, desto effizienter ist natürlich der Reflektor, der auch drunter gelegt wird oder gehalten wird. Wenn man jetzt keinen freundlichen Assistenten hätte, würde ich jetzt einfach einen Tisch nehmen oder so einen Hocker, den man hoch und runter machen kann, um das so ein bisschen zu justieren. Und für ein Porträt reicht die Größe auch vollkommen aus. Ne? Genau, dann würde ich mal so auf Bauchnabelhöhe, ja, so ist gut. Mache das Gleiche nochmal. Wir vergleichen das mal. Ich mache das mal hier aus. Mal mit dem vorigen vergleichen. Das auch mal eben hier. Ich setze die mal eben zurück, damit man den... Und wir sind hier immer noch nicht. Man sieht, unten kommt ein bisschen mehr Licht, aber es ist noch nicht stark genug. Einmal sind wir ein bisschen zu dunkel unterwegs. Ne? Das ändere ich jetzt. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr von unten. Ein bisschen mehr Schwung von unten. Also das heißt, ein bisschen näher würde ich ihn ranhalten. Und ich habe jetzt mal mit der Blende gearbeitet. Ob Blende 8 oder 9 macht jetzt in dem Fall nicht so viel aus. Das wird man nicht merken, ne? Ohne den Blitz zu verstellen. Ja, jetzt gucken wir mal. Viel besser schon. Can you look straight towards the camera? Nice. Ja, das ist zum Beispiel jetzt ein ganz gutes Ergebnis. Das Problem wäre jetzt, wenn ich jetzt einen Blitz nehmen würde, um es unten heller zu machen, würde ich diesen Schatten, der würde eine Konkurrenz bekommen. Das heißt, mit dem unteren Blitz würde ich den Schatten vom Hauptlicht eliminieren. Mit dem Reflektor, mit dem Weißen, speziell mit dem Weißen, kriege ich allgemein einfach eine Grundhelligkeit ins Bild. Was ich noch machen kann, um das Bild ein bisschen frischer noch zu machen, ich könnte jetzt, je nach Studio, auch einfach einen Blitz gegen die Decke, wenn ich eine weiße Decke habe oder weiße Wände, einfach ein Grundlicht machen, was einfach undefiniert ist und gar keine Schatten in keine besondere Richtung wirft. Wie jetzt zum Beispiel, wenn es bewölkt ist, habe ich auch Schatten eigentlich, nur so einen Verdeckungsschatten, aber keinen echten, keinen richtigen Schatten. Ne? Dann würde man auch nicht sehen, dass man eine zweite Lichtquelle einsetzt und wir hätten diesen massiven Schatten unterm Kinn nicht. Wir können ja mal einmal mit Silber nochmal reflektieren. Und dann versuchen wir, das ganze Bild noch frischer zu machen, weil jetzt haben wir im Hintergrund, ja, ich möchte jetzt nicht aussprechen, was das für eine Farbe im Hintergrund ist, aber das wollen wir ja nicht. Ne? Ja, das sieht halt nicht gut aus. Genau, wir machen noch einmal mit Silber, dann sieht man nochmal den Unterschied. Und dann werden wir ein Zwei-Zonen-Licht-Setup machen. Ne? Jetzt ist das ein Ein-Zonen-Licht-Setup. Und wir machen jetzt in zwei Zonen, aber ich will das einmal noch mal kurz präsentieren, den Unterschied. Und ihr seht, bis jetzt habe ich einfach einen Blitz verwendet und allein durch das Positionieren ändert sich enorm viel. Na, das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich den jetzt wieder hier hinstellen würde, wäre die Lichtquelle wieder hart und würde nicht so gefällig aussehen wie jetzt. Genau, so. Ich ändere jetzt mal die Lichtkapazität nicht, obwohl wir ja Silber haben und Silber ja stärker ist. Das heißt, wir haben ja jetzt, auch wenn wir den Blitz nicht verstellen, eine höhere Lichtausbeute. Weil sonst verschwindet das Licht von oben einfach irgendwo im Nirgendwo.
nachdem natürlich das Motiv getroffen worden ist, aber durch den Silberreflektor kriegen wir einfach nochmal quasi eine extra Lichtquelle dazu. Ja, nice. Ja, und das ist ein riesen eklatanter Unterschied, aber was wir jetzt erreicht haben, und das ist ganz schön, mal abgesehen von der Hand, die in der Regel immer dunkler ist, können wir jetzt sehen, wenn ich jetzt mal hier die Belichtungswarnung anmache, dass die Verteilung viel besser ist. Ja, die Stirn fängt als erstes an, also über zu belichten, aber unten oder an den Wangen geht es auch eigentlich ziemlich früh los und an der Kleidung auch. Das heißt, wir haben jetzt mit aus einer Lichtquelle zwei Lichtquellen gemacht, ohne dass der Betrachter sagt, boah, ist das von unten weggeballert worden. Ne? Ich könnte ja jetzt theoretisch volles Programm von unten blitzen, dann wäre das technisch vielleicht in Ordnung und die Lichtverteilung wäre gut, technisch. Aber kein Betrachter würde sagen, oh ja, das sieht ja toll aus. Ne? Genau. Das vergleichen wir nochmal mit dem Bild davor. Ups, Sekunde. Das machen wir mal ein bisschen heller als zur Demonstration. Und hier sieht man eindeutig, dass das rechte Bild im Gesicht nicht diesen Helligkeitsabfall hat. Ob ich das jetzt möchte oder nicht, das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Und ob ich das so stark haben möchte, ist auch wieder ein anderes Thema. Aber wie schwäche ich das ab? Wie würde ich das schwächer machen rechts? Indem ich den Reflektor einfach ein Stück runtersetze. Oder einen weißen Reflektor nehme, der größer ist, um die Ausbeute zu erhöhen, aber trotzdem diffus zu reflektieren und nicht mit dem Vorschlaghammer. Ne? Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wenn wir mal schauen, wenn wir Glück haben, sehen wir das auch im Catchlight. Und da haben wir es nämlich, den Beweis, wenn man Catchlights lesen kann, ist man ganz weit vorne. Weil da sehe ich es. Und da sehe ich auch definitiv, dass es ein Reflektor ist, weil diese Oberfläche durch das Falten nie so homogen ist. Das heißt, ich weiß ganz genau, an diesem Catchlight hier oben, das ist definitiv ein Beauty-Dish. Das sehe ich, weil in der Mitte einfach ein schwarzer Punkt ist, wie bei einem Ringlicht. Und hier unten sehe ich, dass es ein Reflektor war. Und schon habe ich fast das ganze Licht gelesen. Wenn jetzt natürlich links und rechts noch Styroporplatten stehen oder von hinten noch Licht kommt, was nicht unmittelbar ins Auge trifft, das muss ich mir natürlich selber versuchen rauszufinden. Aber das kann ich ja zum Beispiel sehen, wenn Haare an der Seite noch ein leichtes Haarlicht haben oder eine Klamotte noch von hinten Licht kommt. Das ist eigentlich ziemlich deutlich zu erkennen. Aber von vorne ist manchmal ein kleines Rätsel und da kann ich nur empfehlen, an die Augen ranzoomen, das ist schon die halbe Miete. Und meistens, als kleiner Tipp, wenn ich es nicht erkennen kann, war es mit Available Light, also mit Tageslicht. Weil dann hat man ganz viele Reflektionen. Ne? Das ist meistens so, wenn man es nicht genau ausmachen kann. Aber das ist ein typisches Catchlight, genau, was man im Studio eigentlich oft sieht. Genau. Okay, ja, dann würde ich mal hinten einmal anschmeißen. Wir machen jetzt mal ein Zwei-Zonen-Licht-Setup. Das heißt, wir beleuchten hinten den Hintergrund separat zum Model, um eine schöne Separation machen zu können und damit das Gelb hinten auch strahlt und nicht so dunkel und bedrohlich aussieht. Na? Ja, kriege ich hier schon die volle Unterstützung. Das müsste dann, ja, B und C einmal. Ja, 1, B und C, genau. Und jetzt muss ich natürlich darauf achten, immer wenn ich zwei Zonen habe, also einen Hintergrund separat beleuchten möchte zum Vordergrund, gibt es zwei Schwierigkeiten. Die erste, Spill, das heißt, wenn ich jetzt mit weißem Licht auf Gelb, also auf Gelb blitze und das wirklich hell haben möchte hinten, was passiert dann mit dem weißen Licht? Dann kommt gelbes Licht zurück. Und wenn es nicht ideal läuft, außer ich möchte es so, kommt es als Spill, also als Licht von hinten zurück. Das heißt, ich sehe an den Haaren einen gelben Schein. Hier drum, hier ist es jetzt nicht das Problem, weil das Licht kommt nur von vorne. Aber ich sehe dann, wenn es hinten zu nah dran ist, sehe ich hier so einen gelben Effekt. Der Vorteil bei Gelb ist, das kann man verkraften, weil Gelb ist viel im Hautton, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich jetzt einen blauen Hintergrund oder einen grünen habe, sieht nicht gut aus. Ne? Das mischt sich ja mit dem Hautton und ich kriege das auch später kaum aus dem Hautton raus. Also grün ist ganz schlimm und wie gesagt blau auch. Ne? Aber hier bei Gelb geht's. Und was wir noch beachten müssen, und das hängt ein bisschen von der Studiogröße leider ab, ist leider Physik, ich brauche eine gewisse Distanz, weil sonst kriege ich es hinten nicht gut ausgeleuchtet und ich kriege auch nicht
das so hin, dass sie richtig poppt, wie freigestellt auf Gelb. Na? Deswegen gehen wir einfach ein bisschen nach vorne. Ich nehme mein Hauptlicht. Ah, you can come closer to me. Yeah, slightly more. Ja, yeah, perfect. Und was wir jetzt machen, wir leuchten erstmal hinten ganz in Ruhe aus. Das Hauptlicht haben wir ja schon gemacht. Ich habe es zwar verschoben, das können wir gleich nochmal ein bisschen justieren. Aber ich mache den erstmal aus, um überhaupt zu sehen, ist es hinten schön gleichmäßig ausgeleuchtet und kriegt das Model was ab? Im Idealfall leuchtet es hinten perfekt gelb und sie ist nur eine schwarze Silhouette. Das wäre der absolute Optimalfall. Ich weiß aber nicht, ob wir es hier auf der Distanz hinkriegen. Es könnte sein, dass man noch so ein, zwei Meter mehr braucht. Das muss man aber immer so ein bisschen testen. Ne? So, das heißt, wir schmeißen die mal an. Um das jetzt sehr regelmäßig hinten auszuleuchten, müsste man überlegen, ob man größere Striplights nimmt. Das ist natürlich je nachdem, wie groß mein Ausschnitt auch vorne ist. Wenn ich jetzt ein Ganzkörperbild machen würde, wäre das natürlich ein bisschen schwieriger mit den kleineren Striplights, weil die natürlich nicht ganz so flächig ausleuchten. Ne? Ich habe jetzt mal das Hauptlicht ausgemacht. Sieht man ja hier oft. Wir stellen es auch mal an die Seite, ist ein bisschen einfacher. Und machen jetzt mal ein Foto. Ich mache jetzt mal keine Korrektur hinten, wie ich meine. Wir lassen das einfach mal und gucken, was passiert. Ne? So. Und wie gesagt, im Idealfall haben wir jetzt einfach nur eine Silhouette. Wir werden sehen. Nicht ganz. Ne? Wir sind auf einem guten Weg. Aber das Problem ist jetzt, wir haben hier ein weißes Zelt. Wir haben hinten zwei Lichtquellen. Diese Lichtquellen füllen das Zelt quasi mit Licht. Wenn ich jetzt hinten das Zelt fotografieren würde, den ganzen Bereich, würde ich sehen, wie oben auch was dran reflektiert, wieder nach unten läuft und so weiter. Und dann im ganzen Zelt sich als eine Lichtquelle verteilt. Der Vorteil ist, das Zelt ist weiß. Das macht uns jetzt nicht noch Zusatzprobleme. Ne? Wenn wir jetzt so ein grünes Bierzelt hier, dann sähe das nicht so schön aus. Und es ist vorne relativ dunkel. Also jetzt zum Zeigen ist es okay. Und man muss dran denken, die Lichtausbeute von dem vorderen Hauptlicht ist deutlich höher. Was wir aber haben, wir haben hier einen Überlauf. Ne? Wir haben hier quasi so einen Hotspot, da auch. Und oben wird es ein bisschen flau. Ne? Das heißt, das würde ich jetzt noch ein bisschen höher machen hinten. Also auch wird schon gemacht, wie praktisch. Das ist doch schon mal gut. So muss das sein, ne? Genau, und ich würde die noch ein bisschen weiter wegstellen, weil, wenn die weiter wegstehen, streuen die natürlich auch mehr. Das kann ein Nachteil sein, wenn das Studio sehr klein ist, weil dann will ich das ja nicht. Aber wenn ich zu nah dran bin, haben wir wieder unsere Hotspots und keine saubere Ausleuchtung. Aber das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Jetzt kann aber sein, dass, weil sobald das Licht die Softbox verlässt, geht es wirklich in einem relativ steilen Winkel schon in unsere Richtung jetzt. Da könnte man jetzt zum Beispiel noch zwei Styroporplatten hinstellen, ne, um die noch ein bisschen abzudecken, sodass sie wirklich nur in die Richtung strahlen. Wir machen es aber trotzdem mal jetzt. Okay, you can look towards the camera or like this, ja. Ja, da haben wir es. Das ist der Effekt, den ich nicht haben möchte, der jetzt hier zwar nicht stark ist, aber wir wollen ja ein Zwei-Zonen- Lichtsetup haben. Ich möchte gar nicht, dass mein Hintergrund, den möchte ich individuell gestalten können. Ich möchte hinten bestimmen, was passiert hinten und was vorne. Am besten so, dass sich die beiden Lichtzonen gar nicht überlappen. Das heißt, der linke Blitz muss gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, so um die 3, 4 Grad. Ja, das ist gut. Der rechte hat nicht gestört. Ja, gucken wir nochmal. Es ist nicht ganz weg. Jetzt müsste man theoretisch, you can come just slightly closer. Jetzt ist es vielleicht noch einen ganz kleinen Tacken besser. Ja, ich würde das jetzt so akzeptieren, weil wie gesagt, das Hauptlicht wird sehr stark. Das übertönt das sowieso. Und was ich noch machen muss, wenn ich den Hintergrund jetzt auf die richtige Helligkeit gebracht habe, muss ich natürlich gucken, das Hauptlicht wirft ja auch noch Licht nach hinten, dass ich da nicht wieder zu hell werde. Aber das testen wir jetzt einfach. Ich stelle das Hauptlicht jetzt nochmal auf. Genau, und einmal kurz für den Stream, für die Leute, die gerade erst dazugeschaltet haben. Ja. Das gerade machst du auch, um einfach zu gucken, wie das Licht genau fällt, wegen dem Raumlicht, was wir haben. Genau, das ist ein Test, einfach um zu sehen, ob zu viel vom Hintergrund Licht das Hauptmotiv beeinflusst. Genau, deswegen ist das Hauptmotiv quasi schwarz. Das wäre so das Idealfall. Das ist der Idealfall, genau. Genau, und deswegen nur Hintergrund. Aber das hängt von der physikalischen Größe des Studios ab, also ob es ein weißes, jetzt hier ein weißes Zelt, das reflektiert. Ja. Im Idealfall wäre das nur eine Silhouette von hier. Ne? Genau, jetzt stellen wir das nochmal hier hin.
Ihr seht, ich bin schon, ich rücke immer weiter nach hier. Theoretisch bräuchte ich den Platz, mache ich jetzt aber nicht, weil das ist schon okay. Aber den Platz bräuchte man, dann hätte man wirklich eine Separation und wir hätten wirklich eine Zwei-Zonen-Beleuchtung, wo wir wirklich individuell beides einstellen können, ohne dass es immer wieder neu das Bild beeinträchtigt und ich hier ständig mit den Blitzen rumfuhrwerken muss. Na, wir stellen den relativ nah wieder. Und ich würde noch mal einmal dich bitten, noch mal einmal den Reflektor zu halten, wenn es geht. Okay, Silber ruhig mal, ja. So, jetzt schalte ich das Hauptlicht wieder an. Und es kann sein, dass wir da ein bisschen dunkler werden müssen, beziehungsweise die im Hintergrund ein bisschen dunkler machen müssen. Aber wir werden sehen. Nice. Ja, also meines Erachtens nach sieht man den Spill von hinten nicht. Wir hatten ihn zwar technisch gesehen, ne, da ist es wieder, ästhetisch, technisch, aber dadurch, dass das Hauptlicht vorne sehr stark ist, haben wir das Problem nicht, weil das einfach das andere ein bisschen überschreibt quasi. Man würde jetzt, wenn das Bild zu heftig wäre, würden diese Haare hier so gelb ausfransen. Man sieht es hier ein bisschen, ne? Aber das liegt natürlich auch daran, dass gelber Hintergrund da ist. An diesen Rändern könnte man es auch verwechseln. Aber Haare sind ja transluzent, also nicht transparent, sondern lichtdurchlässig. Und wenn hinten natürlich gelb ist, sind die dünnen Haare natürlich auch eher gelb. Ne? Das ist klar. Genau. Genau, dann, wie weit sind wir eigentlich? Ist mir eben die Übersicht. Also du hast noch 7 Minuten. Du kannst noch gerne eine Session machen, wenn du möchtest. Super. Okay. Dann können wir noch mal einmal wechseln. Wir können mal versuchen, schnell in 7 Minuten habe ich noch. Noch ein Bild nachzubauen und ich versuche mich mal zu beeilen. Wir gucken mal, ob ich das hinkriege. Ja, manchmal braucht man eine Herausforderung, ne? Ja, eine Herausforderung ist ja auch muss so immer einfach sein, genau. Wir nehmen mal. Da muss nur das richtige Bild natürlich noch kommen, ne? Ja, Durchlicht haben wir auch, ne? Also ein Durchlichtschirm ist auch noch da, ne? Müsste der Reflektor ja sein da eigentlich, ne? Auch, dass er durchscheint. Das rechte Bild zum Beispiel. Hier ist es auch ein bisschen schwieriger rauszufinden. Das habe ich im Studio gemacht. Da sind aber riesige Scrims oder Gasen, wie man sie nennt, zum Einsatz gekommen, um so ein bisschen Tageslicht zu simulieren. Das ist nicht ganz, ne, dass man es erkennt, dass es im Studio ist, aber es ist halt ein Licht, wo man hier viele Quellen sieht und das ist zum Beispiel sehr schwierig zu analysieren. Wenn ich das jetzt bei einem anderen Fotografen analysieren müsste, schwierig. Da waren ziemlich viele Lichtquellen im Spiel und ich weiß es auch heute gar nicht mehr, welche Lichtquellen ich da hatte. Also ja, wir versuchen das mal zu simulieren, also ganz, ganz weiches Tageslicht hinzukriegen. Theoretisch müsste es sogar noch weicher sein, um Tageslicht zu simulieren. Aber in der Regel, und das erkennt man ja auch, wenn man draußen rumläuft und jemanden betrachtet, man hat ja nie Schatten, die ganz dunkel sind, wie bei diesem Bild. Das sehe ich mit dem Auge ja bei Tageslicht gar nicht. Ich sehe ja im Prinzip alle Details. Das habe ich hier versucht ein bisschen zu simulieren. Ist einfacher gesagt als getan, weil im Studio wirklich Tageslicht zu simulieren, ohne dass man wirklich Tageslicht verwendet, muss man schon ganz schön viel auffahren und relativ viel auch indirektes Licht haben, um so eine Grundhelligkeit ins Bild zu kriegen, um die Schwere aus den Schatten zu nehmen. Ne, aber hier sieht man, das hätte noch theoretisch sogar noch ein bisschen heller sein können, aber es gibt hier nichts, was ganz tief im Schatten verschwindet. Zumindest sieht man es auf dem Laptop ein bisschen besser. Genau, und wir versuchen das jetzt mal so weich wie möglich hinzukriegen. Ja, und hier auch wieder, um sicher zu sein, kann ich einfach den Blitz auf den Boden stellen. Das ist immer am einfachsten, ne, weil dann weiß ich, da fliegt nichts ab oder bricht nichts. Zack. Und das machen wir hier bei dem Former auch. Einfach wieder von oben montieren. Und auch das Einrastgeräusch natürlich achten. Ja. Genau, und jetzt versuche ich so weich wie möglich, das Licht so weich wie möglich hinzukriegen. Man könnte jetzt auch hergehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein relativ neutrales Tageslicht. Das ist relativ nah an dem Blitz-Kelvin-Wert, also an der Farbtemperatur. Ich könnte jetzt das Tageslicht auch ein bisschen noch mit Einfluss nehmen lassen, weil wir glücklicherweise ein weißes Zelt haben und eigentlich einen riesen Lichtformer über uns. Ne? Ich versuche das jetzt, ich glaube, ich habe noch 3 Minuten 40 Sekunden, würde ich mal schätzen. Das wird ein bisschen eng, aber
So, ach du, das geht von deiner Pausenzeit runter. Ach so, also ja, dann ist ja gut. So, ich mache den Blitz mal aus, ne, um zu sehen, wie viel Tageslicht wollen wir überhaupt reinmischen. Und dann machen wir leicht den Blitz noch mit rein, um ein bisschen mehr Modulation zu haben. Weil wir haben hier zwar eine schöne Lichtquelle mit dem Zelt, weil das ja im Prinzip fast weiß ist, aber wir haben einen Nachteil, das ist halt nicht sehr definiert, das Licht. Das ist nicht knackig. Ne? Das ist ja sehr verwaschen, wenn man mich jetzt anguckt. Ich habe ja keine Dreidimensionalität im Gesicht jetzt. Ne? Das heißt, ich gehe mit dem ISO-Wert mal höher. Das finde ich auch praktisch, weil, wie gesagt, bei modernen Kameras, speziell natürlich bei Nikon, kann ich da locker höhere ISO-Werte nehmen. Ist gar kein Problem. Machen wir mal. Der spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, der ist ja aus. Sind jetzt immer noch bei Blende 8, ich schalte das mal hier wieder ein. Na, das ist noch ein bisschen zu dunkel, würde ich sagen. Ich würde mal ein bisschen noch mehr dazu tun. Das ist jetzt ISO 800. Wer das nicht möchte, sich nicht traut, ich kann die Blende natürlich auch ein bisschen aufmachen. Ist auch kein Problem. Ich bleibe jetzt aber mal bewusst bei Blende 8. Ja, so, jetzt haben wir unser Grundtageslicht, was im Prinzip gar keine richtige Richtung hat. Ne? Das geht in alle Richtungen, aber in keine so richtig. Und jetzt kann ich langsam, also ganz bisschen meinen Blitz zumischen, muss aber auch aufpassen, wenn ich zu viel Tageslicht habe, dass ich nicht über die Blitzsynchronzeit komme. Ne? Das ist klar. Bei der Z9 zum Beispiel, bei der neuesten Nikon, ist 1/200, was ziemlich ungewöhnlich ist für den, fürs Kleinbild, ne? Da der Shutter nur noch digital ist. Ne? Das ist der kleine Vorteil. Okay, dann mischen wir das Licht mal dazu. So. Und hier brauchen wir natürlich jetzt relativ wenig Leistung, weil wir ja jetzt relativ empfindlich schon relativ hohen ISO-Wert haben. Aber ich will ja trotzdem Modulation, weil das ist jetzt ein bisschen, ja, und sie hat auch kein Leben in den Augen jetzt, weil wir haben keine, hier keine richtigen, es ist nicht so lebendig. So, wir testen das jetzt mal. Das ist ein bisschen viel, würde ich sagen, oder? Noch weiter, mal noch niedriger. Und jetzt kommt ja wieder der Punkt, was ich eben schon eingangs gesagt hatte, wenn man jetzt einen 1200 Wattstunden Blitz hat, der kann auch mal zu stark sein. Ich kann ihn zwar weiter wegstellen, ändere damit aber den Charakter des Lichtformers wieder. Es gab auch schon Situationen, wo ich hier irgendwas in den Lichtformer reingestopft habe, um den dunkler zu kriegen. Ne? Jetzt habe ich das Minimum hier eingestellt und entlade den natürlich einmal. Ne? Und wir hoffen, dass man ihn niedrig genug drehen kann. Jetzt ist sogar ein bisschen zu wenig. Bisschen machen wir noch rein. Da kommen wir der Sache schon näher und ihr seht, das echte, also das Umgebungslicht trägt jetzt dazu bei, dass wir keine tiefen Schatten haben. Wir haben jetzt so ein Grundlicht und können mit dem Blitzlicht noch schön dazu steuern. Und der Vorteil ist, wenn ich draußen unterwegs bin, brauche ich nur wenig Lichtleistung. Das heißt, der Akku hält auch den ganzen Tag vom Blitz. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Ne? Das ist kaum Leistung, die jetzt abverlangt wird. Machen wir noch eins. Sehr schön. Nice. Genau. Ja, hat noch jemand Fragen? Dann danke. Also Nico, wirklich vielen, vielen Dank für den Vortrag. Auch vom Chat. Die Leute sind begeistert von dem Weg, auch wie du es erklärst, dass du auch so schrittweise dran gehst. Von der Hut ab. Danke. Thank you very much. Thank you. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall nochmal wieder. Nico, bleibt noch ein bisschen hier. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr sehen möchtet, gleich geht es um Fashion-Fotografie. In einer halben Stunde geht es los. Wir machen kurz eine kleine Pause zum Verschnaufen, was trinken, Set umbauen. Aber dann geht es hier direkt weiter. Danke. Achso, da würde ich eben kurz eine Pause machen.